MS sieht jeden Tag besser aus. Findest du, Digga? Findest du, Digga? Ich finde, heute sehe ich übel scheiße aus, Digga. Finde, heute sehe ich ein bisschen genockt aus. Weil mein Schlafrhythmus auch broke as fuck ist. Weißt du, wie viel Schlaf mich heute gestundet habe? Wisst ihr es? 11. 11. 11, Mann! 11, fucking 11! Wie kann man 11 Stunden pennen, Digga? Was ist das, Mann? Okay, und jetzt reißt euch mal am Riemen. Ihr habt mir nämlich sagen lassen, dass heute was ganz Aggressives online kommen soll. Und zwar Tim Gabel, Hater-Interview. Anscheinend komplett cringe sein. Oh ja, es ist online. Es muss ja kompletter cringe sein, wenn Tim Gabel im Hater-Interview ist. Das werden wir uns auf jeden Fall gleich reinziehen. Manche stellen so cringe. Ardet hat es einfach schon gesehen, Digga. Ardet, ich hoffe, du bist nicht derjenige, der es hochladen darf, du dummer Bastard. Alter, wie siehst du denn aus? Hey, warum? Was ist los? Ist irgendwas? Stimmt irgendwas nicht? Oder was? Sehe ich irgendwie anders aus? Alles in Ordnung, oder? Was ist los? Nastja, wie geht's dir? Keinen Sinn. Okay, ich würde sagen, wir fackeln jetzt gar nicht lange rum und gucken uns mal erstmal das Video von Tim an. Weil ich gehe davon aus, Tim bei Worldwide Wohnzimmer, das kann nur absolut genial werden, das Video. Ich würde sagen, wartet ganz kurz. Wann hast du es das letzte Mal bereut, Karl S. den Rücken gekehrt zu haben, obwohl du so lang von seinem Wissen profitiert hast? Karl, dein Schwanz schmeckt gut. Miam, 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 miam. Oh Mann. Oh Mann. Das geht ja schon gut los. Warum wird man bei dir das Gefühl nicht los, dass du dich in der Rolle des Wortgebers nicht wohlfühlst, weil du selbst viel zu gern im Mittelpunkt stehst? Hier ist auch mein Video. Kann ich reden, wie viel? Nenne deine drei ekligsten. Eigenschaften. Ich rede zu viel. True. Ich habe kein soziales Taktgefühl. True. Genau. Ich drücke mich ein bisschen unnötig geschwollen aus manchmal. True. Aber immerhin weiß er es. Immerhin weiß er es. Tim ist ein, man muss ehrlicherweise sagen, an der Stelle, ohne jetzt dumme Jokes machen zu wollen, Tim redet echt zu viel. Tim redet verdammt gerne. Gestern mit Tim wieder telefoniert. Ich war kurz vorm Pennen gehen und ja. Genau. Tim hat immer noch eine Story, die er noch raushauen kann oder irgendwas, zu was er was erzählen kann. Aber so ist Tim einfach. Tim drückt sich definitiv zu geschwollen aus, manchmal einfach einfach kompliziert, zu kompliziert, obwohl man es viel einfacher hätte sagen können. Was war der dritte Punkt, den er genannt hat? Ich weiß nicht mehr, aber Tim ist jedenfalls, man muss trotzdem sagen, Tim ist ein Top-Typ. Lebt es sich eigentlich in Nikos Schatten? Sehr bequem. Ist ein sehr großer Schatten. Ich fühle mich sehr wohl dort. Kommen auch viele Brotkrümel rund. Da dir stumpft. Oh Mann, ey. Alter. Digga, Tim weiß gar nicht, wie er die Situation handeln soll, Digga. Den Wortschatz eines Geschäftsmannes anzueignen, hättest du auch einfach mal den naheliegenden Weg der Weiterbildung gehen können? Findest du nicht? Ja, ich verdiene noch so viel mehr Geld und leichter. Aufgepumpt, frauenverachtend und pleite. Schreibe gerade an deinem Wikipedia-Eintrag. Habe ich was vergessen? Perfekt. Frauenverachtend, wie kommt ihr denn da drauf? Was zum Teufel? Wo war ich denn frauenverachtend? Ey, Junge. Oh Mann, Alter. An einer Skala von 1 bis 10, wie geil war die Idee, sich geschäftlich an seinen in Quatschvideos herumbrüllenden Pumperkumpel zu binden? War sehr gut. Nico macht extrem viel Klicks. Und 50 Cent auf den Euro bei Twitch ist saftig. Wann hast du es? Digga, die Doppelpunkt. Digga, die Doppelpunkt. Also wirklich, dass Tim sich so an meinem Dasein bereichert, ist eine ganz, ganz freche Sache, Digga. Ist das letzte Mal bereut, Karl S. den Rücken gekehrt zu haben, obwohl du so lang von seinem Wissen profitiert hast? Karl, dein Schwanz schmeckt gut. Miam, 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 miam. Geschäfts... Ey, Digga. Es ist einfach... Es ist einfach Tim. Was will man erwarten? Es ist einfach Tim. Ey, Junge. Idee, schneide aus deinen Gesprächen die Phrasen fühle ich und feier ich heraus und knall den knapp 7 Sekunden langen Rest auf TikTok.
Okay, der war gut. Ja, fühle ich, feiere ich. Wie oft hast du deinen Kopf schon in einem Kissen vergraben und laut gebrüllt, weil es sich so unfassbar beschissen anfühlt, bei großen YouTubern zu lutschen, nur um seine Rechnungen bezahlen zu können? No Front! Schmecken gut, die großen YouTuber. Es macht Spaß, bei denen zu lutschen. Und es funktioniert ja. Gibt noch ganz viele, bei denen ich lutschen kann. Ah, der Tim ist leider nicht so schlagfertig, Digga. Aber ja, muss ich auf jeden Fall sagen, ein sehr von der Atmosphäre her, ein sehr, sehr angenehmes und nicht cringiges Interview. Wusstest du, dass du das mit dem Stoffen lieber bleiben lässt? Digga, gucken wir doch mal kurz Tim sein Gesicht an. Aber ganz nachdenklich ist er hier. Als ich deiner Mama zu muskulös wurde. Hallo Tim. Sag mal, wie kann man sich so einen Podcast-Dreh mit dir vorstellen? Besichtigst du die Arschlöcher deiner Interviewgäste vorher ausgiebig oder kriechst du spontan rein? Ich guck dann so ein bisschen... riechlich... Hm? Und dann so, je nachdem wie es schmeckt und riecht, dann mache ich das oder halt nicht. Ah, fuck! Man! Fuck! Ist das fucking cringe, man! Fucking cringe, man! Cringe, cringe, cringe! Tim, du bist zwar nicht da, aber du bist der Inbegriff von cringe in diesem Interview, du Bastard! Aber das hat er sich auch von mir abgeguckt, Digga. Hi, ich bin der Minderjährige, dem du wegen einem Klingelstreich auf die Fresse hauen wolltest. Kennst du mich noch? Hä? Wie soll ich darauf antworten? Was ist, also, das ist, hä? Das verwirrt mich gerade. Ist das wirklich passiert und ich hab's vergessen? Tatsächlich, stimmt. Ja, du bist weggerannt wie eine kleine du. Ja, komm her, dann kriegst du noch deine Schläge, Hund. Das war nicht nur ein Klingelstreich, das weißt du ganz genau, du. Sorry, wegen der Monetarisierung. Warum hat dir niemand beigebracht, dass man Frauen nicht nach dem Aussehen bewertet? Das ist eine Bewertungsgrundlage von vielen. Wer bewertet Frauen nicht nach dem Aussehen? Sich von einem trotzigen... Ja, das ist aber ein ziemlich großer Punkt, der zurzeit auch mal krass aufgegriffen wurde, fand ich. Und da finde ich, gibt es natürlich verschiedene Betrachtungsweisen. Man muss immer vorsichtig sein mit dem, was man sagt. Aber Frauen nach ihrem Aussehen zu bewerten für einen selber... ob einem eine Frau jetzt gefällt oder nicht, ist mal so der... Ich meine, man hat am Anfang, bevor du mit einer Frau gesprochen hast, hast du immer nur den ersten Eindruck von ihr. Und ja, das ist halt ihr Aussehen. Und natürlich kann man jetzt nicht anhand vom Aussehen sagen, ey, das ist so und so eine oder ich stecke dir in die und die Schublade. Aber du kannst auf jeden Fall mal vom Aussehen sagen, hey, die gefällt mir oder die gefällt mir nicht. Und jetzt zu sagen, dass man anhand von Aussehen jetzt gar nichts mehr festmachen kann, finde ich auch nicht ganz richtig, weil Aussehen ist einfach auch ein maßgeblicher Faktor einfach. Klischeebetrüger übers Ohr hauen zu lassen, setzt nicht gerade übermäßig vorhandene Gehirnmasse voraus. Wieso fällt man auf so etwas herein? Das stimmt tatsächlich, da schäme ich mich heute noch für. Und ja, das zeigt auch, dass ich tatsächlich nicht der Hellste sein kann. Wenn, ja, das stimmt. Ja, genau. Also, Digga, da gibt's einfach einen Chat, der kann nicht mal JebMS schreiben. Also wirklich ganz, ganz katastrophal, Digga. Wenn du schon mir sagen willst, dass ich dich langweile, Digga, dann sag ich mir doch bitte richtig. Kleiner Tipp, wer ab und zu auch mal die Beinchen trainiert, verletzt sich auch nicht so schnell am Rücken. Stimmt. Hätte ich mehr die Beinchen trainiert. True. Und den Rücken. True. Luki, der Kameramann, hat diesen Kanal. Und nicht so viel gestofft. Mal abonniert. Spaß. Und das solltet ihr auch tun, liebe Zuschauer. Ende der Durchsage. Vielen Dank für das Interview und jetzt verpiss dich. Ja, sehr unangenehm, muss ich sagen. Ich will nicht sagen, dass meins besser war, weil meins war auch echt scheiße. Aber, ja. Also, war auf jeden Fall nicht angenehm anzugucken, hier mit Tim gerade eben. Ganz kurz, ich will mal ganz kurz gucken. Monte. Warte, wen gab's denn da noch so? Oh man. Genau.